Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Dürrenroth, zusammen mit dem Justin. Und Guten Tag. Jan ist auch noch mit da. Jo. Joa. Wir haben schon ein bisschen vorbereitet, jetzt seit der Maisernte. Und zwar bei Ben, also bei der BGA. Wir müssen einmal noch Weizen bzw. Gerste sehen. Weiß nicht, was sehen wir jetzt, Justin? Erst. Genau. Und wir müssen auf die 40 mal noch kurz eine Runde Kalk fahren. Und auch auf die 26 machen wir vielleicht gleich noch mit. Dazu fahren wir einmal kurz mit dem Frontlader runter zum Kalkwerk und holen uns da mal einen Lütten. Ich hoffe, da reicht ein Streuer. Wahrscheinlich wird er es nicht tun, aber schauen wir mal. Kann es sein, dass Genau. der anders. Haben wir irgendeinen Mod drauf, dass wenn der Traktor komplett am Arsch ist, dass er aus dem Auspuff übel schwarz raushaut? Nee, aber wir haben allgemeine Mod, dass der Auspuff, ja, ist, wie sagt man, dass der Ruß ein bisschen dunkler ist. Aber kann schon sein, dass wenn der kaputt ist, dass das dann nochmal verstärkt ist. Das weiß ich nicht. Ding habt ihr mitbekommen? Es war also für uns in der Aufnahme jetzt, ist jetzt gerade das Gamescom-Wochenende. Heute ist Sonntag, also letzter Gamescom-Tag. Habt ihr das mitgekommen beim Monte Show? Die haben ja, also Monte hat ja so wie eine Show gemacht mit seinem neuen Getränk und so. Und da haben die auch so Schärfe-Wettessen gemacht. Habt ihr Ja. das mitbekommen? Ja. Digga, das war so witzig irgendwie. Also manche haben irgendwie gar nichts gezeigt, aber andere wiederum, ja, die haben gerade auch gestern hat dann nochmal Let's Hugo eingefressen, Digga, der hat wieder gekotzt, der Typ. Kann man aber auch nicht. Bitte so wohl sein, wenn sich so viel Ja, Scheiße ich check ja, nicht das so, kann bei mir wenn auch du schon. weißt, dass du Schärfe nicht verträgst, warum machst du es dann so trotzdem irgendwie? Kriegst. Ja, gut. Ist so. Ah ja, die machen alles. Das ist ihr Beruf. Und dann war es so, nochmal um auf Monte Show zurückzukommen, da war so eine, die wollte unbedingt mitmachen, so ja, ich kann gar keine Schärfe und so, sagt sie so. Und dann sie ist halt wirklich so ein Chip. Und danach. Keine Rutscht Ahnung, sie so dann. Stunde oder zwei später sagen sie so, ja, wir haben jetzt noch Vorschriften bekommen, wir dürfen erst Leute ab 18 nehmen, weil zwei sogar aus der einen Runde im Krankenhaus gelandet sind. So ein 16- oder 17-Jähriger war das eine, glaube ich, und das andere war halt die hatte so eine Magen-OP und wollte unbedingt aber mitmachen. Die hatte schon Magen-OP, was weiß ich. Oh, sie sich Total selber schuld. bekloppt. So wohl sein. Sich selber Selber nicht so gut. einen Knockout geben. Das ist einfach selber schuld. Ja, das Vor ist allem, wenn wirklich man so. dann halt auch noch weiß. Also das kann man sich doch denken, dass das dann schon nichts wird. Sollen sie Oh, machen? Luca. Ja. Hast schon was? Hast schon gezeigt, was hinten auf deinem T-Shirt drauf steht? Nee. Muss mal zeigen. Ja, warte mal ganz kurz. Muss hier erstmal kurz unten längs fahren, Digga. Die Hackschnitz liegen immer noch hier. Ich wollte doch mal verkaufen. Ja, hast du irgendwie immer noch nicht gemacht. Digga. Ich bin gerade hier unten beim Hey. Kalkwerk diesen Hang hochgefahren. Der Klaas ist kurz auf 15 runtergedroppt. Ach, das war ein Hang. Jetzt ein ordentlicher Hang. So, ich stelle den einmal kurz hier an. Genau, wir haben nämlich für uns jetzt schon mal hier ein wunderschönes neues T-Shirt für uns schon mal gemacht mit Sheba Jungs Team. Der Plan ist, dass in Zukunft auch noch eins kommt, wo dann einfach nur Sheba Jungs draufkommen, was ihr dann euch auch runterladen könnt. So mal der Plan. Schauen wir mal, was wird. Wie das, wie wir Aber es machen. only PC. Ja, only PC, weil das halt PC zusammen Mac mit Only dem genau. Wardrobe Plus Mod funktioniert. Deswegen nur PC. Sonst Script. Das ist das Script. Doch. Boah! Ja.
aber für uns kam Landesinteresse. Ja, hä? Was kam raus? Das erlässt man einfach. Wann kam das auch für uns? Vor 2 oder 3 Tagen. Ja. So mit der Gamescom ungefähr. Ja. Also zum Donnerstag dann. Jetzt mal ehrlich, eure Meinung? Geil, also, ne? Es ist an sich geil, aber ich finde, glaube ich, dass es ein bisschen zu teuer ist für zu viel Plastik. Das ist jetzt so also, mein Meinung. Ganz ehrlich, ich bin nur interessiert an der Konsole. Bist du denn jetzt? Ich hol kurz die 2 Drehschimmel und dann hol ich kurz ein bisschen Zucker. So, muss ich kurz mal. Ah, wie mache ich das jetzt am schlausten? So, jetzt die Rückwärtsfahrkünste auspacken, Kappa. Soll ich kommen? Doppeldrehschimmel. Ich probiere es selber mal, vielleicht klappt's ja. Der Doppeldrehschimmel ist es. Also, wer das kann, Respekt. Ich kann's nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Bei. Jetzt mal, halte ich mal fest. Ich war mal im Urlaub oder so, war ja in Bayern mal im Urlaub. Ja. Habe ich gesehen, da hat jemand 2 Tandems hintereinander also 2 Einachser hintereinander gehabt, Tandems. Ja, moin. Digga, nein. Jetzt komm her. So. Aber ich hab den mal gefragt, wie das sich mit Rückwärtsschieben verhält. Mhm. Ne? Der hat gemeint, das fährt sich wie ein Drehschimmel. Okay. Rückwärts. Also die 2 Anhänger rückwärts verhalten sich wie ein Drehschimmel. So, ich repariere die jetzt beide auch mal, wenn sie schon da sind. Meine Frage, was mit unserer Rechnung? Keine Ahnung. Soll ich jetzt mal überweisen?
Oder haben die nicht genug? Die haben safe genug. Keine Ahnung, schau mal auf deren Konto. Die haben fast 100.000, die können das zahlen. Na dann, soll er mal zahlen? Sag du es ihm. Der ist gerade scheiße. Ja, wenn er wieder da ist, meine ich. Ich kümmere mich danach mal um die Tiere unten, ne? Joa, mach mal. Also ich muss mir spazieren runterfahren und Stroh. Wo sind wir unten mit Stroh rein? Das ist hier oben mit Stroh. Auch noch voll. Hier oben könnten wir Stationen rein, ne? Ja. Ist jetzt oben das Gras mal ein bisschen raus. Ja, 40%. Ah, okay, sehr gut. Wenn man mir überlegt, unsere ältesten Kühe sind 42 Monate alt. Ja. Die Dinger sind Steinbein alt. Das sind die alten Kühe, ey. Die können sich auch nicht mehr fortpflanzen. So, wie stelle ich jetzt die Anhänger ein bisschen hin, dass ich hier noch genug Platz zum Rangieren habe? Auf unser Feld. Nee, das wäre zu einfach. So müsste gut sein. So. Dann haben wir ja nur noch dann die Zuckerrüben anzusehen, ne? Ja, und das halt im nächsten Jahr. Dann sind wir für dieses Jahr durch. Haben wir den Raps schon? Ja. Ah ja, stimmt. Warte, haben wir eigentlich den auf die richtigen Felder gesehen? Ja, haben wir. Hm. Hab eben nachgeguckt. 65, 63, 40, ja. Okay. Digga, diese KI-Autos stehen hier ein bisschen im Weg. Also ein Stapler wäre sehr praktisch. Wir kaufen keinen Stapler, kannst du abkriegen. Nee, brauchen wir auch nicht, das lohnt sich woher nicht. Woher kommt mein Telelader? Ja, aber der ist auch nicht so wendig, es geht ja um die Wendigkeit. Telelader ist doch wendig, also. Ja, aber jetzt auch nicht so wendig. Okay, wir kaufen Kompakt... Kompaktlader. Mit Fetten. Ach du Scheiße. Der ist wendig. Da muss ich ja nochmal einen extra Anhänger mitnehmen, auf den ich nur den Kompaktlader drauf pack, weil ich ja sonst 3 Stunden erstmal durch die Gegend eier. Ey, das Ding fährt auch. 13 km/h. Ja, 13. Oder du nimmst ihn mit 15. Oder wir nehmen halt so ein... Keine Ahnung. Hoflader. So was Hoflader-ähnliches. Oder so ein Tellader-Knicklenker. Ja, die sind dann... Kramer-Wagen genommen. Könnten wir auch. Das wäre auch mal... Das Ding fährt nämlich auch 40, ne? Ja. Oder ganz hinten, ganz der drittletzte Tellader, der Schäfer. Der große. Das gefühlt ein Radlader. Mhm. Was mich halt stört, ist dann halt, ne, dass wir die Grundlage nicht nutzen können. Ja, das wär's halt. Das, was ich. Es gibt ja diesen Schäfer, Knicklenker, der kommt bei Dings ganz vorne. Der ja, keine Ahnung. 30, aber Knicklenker. Der Kramer ist halt aber auch 40, ne? Ja gut, aber mit dem Kramer kannst du halt auch dann wieder nicht die 2 Drehschirme plus vollgeladen mit Zucker ziehen oder zum Beispiel. Doch, könntest du. Naja. Besser als der andere. Besser als der Schäfer. Ja, der Schäfer hat nämlich nur 66 PS und hat 4 Tonnen. Und der Kramer hat 75 PS und 5,5 Tonnen. Ist ein Unterschied, ne? Ja.
Digga, jetzt sind wir schon wieder im Minus. Ich weiß die Geldproduktion an und er wirft es direkt wieder so mit um sich. So. Junge, ich will den Kredit tilgen. Dann Mulgorei. Schokolade lohnt sich nicht, aber Butter. Oder wie viel geht da auf eine Palette? Also es ist nur eine Palette. Okay. Wie sieht's aus mit Honig? Honig muss ich gleich mal gucken. Eier? Also ganz ehrlich, no front, aber das lade ich jetzt kurz mit starkem Power auf. Es gibt was nicht starker, das ist einfach das einfachste für Paletten. Egal, passt schon so. So, einmal hier und hier. Und dann würde ich aber auch sagen, was ist erstmal mit der heutigen Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, bei unserem Partner G-Portal vorbeizuschauen. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr wie immer noch 10%. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Ciao.